Die Deutsche Bahn ist ein weltweit agierender Transport- und Logistikdienstleister. Wir haben 300.000 Mitarbeiter in über 130 Ländern weltweit. Die Deutsche Bahn ist für Bewerber besonders attraktiv. A, durch das hochinteressante Aufgabenfeld, die Vielfältigkeit. Also wir haben wirklich vom Koch bis hin zum Planungsingenieur alles im Konzern. Wir haben vielfältigste Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Konzerns, wenn man als Praktikant kommt oder als Trainee etc. Vielleicht bin ich auch ein ganz gutes Beispiel. Ich bin als Mathematiker derzeit Leiter einer Personalabteilung. Daher die Entwicklungsmöglichkeiten sind einfach enorm gut. Und wir arbeiten an den Megatrends in Deutschland und auf der Welt. Also Logistik ist ein Thema, das bewegt die ganze Welt und auch der Personenverkehr. Ich halte Praktika für höchst relevant. Also sie geben mir die Chance, meine Wünsche im Grunde genommen nochmal zu präzisieren. Ich kann danach viel besser noch sagen, was ich genau will. Und ich glaube, da sollte man auch schon die Zeit in der Schule nutzen. Also nicht erst nach der Schule, irgendwann im Studium, sondern wirklich schon in der Schulzeit an dieses Thema rangehen. Die Jugend spielt grundsätzlich eine große Rolle in Deutschland und auch in unserem Unternehmen. Ja, der demografische Wandel, ich denke, davon sprechen alle Unternehmen, ereilt auch unser Unternehmen. Und wenn Sie sich mal angucken, wir suchen 7.500 neue Mitarbeiter jährlich. Davon ist natürlich ein Großteil Nachwuchs im Bereich Auszubildende und auch im Bereich Studenten und Absolventen. Hätte es YPD schon damals gegeben, als ich in der Schule war, beziehungsweise im Studium, hätte ich definitiv daran teilgenommen. Also zum einen bin ich höchst internetaffin und finde das Format, dass es im Internet startet, super spannend. Und zum anderen ist die Möglichkeit, dann aber im Nachgang nochmal an dem Vororttermin mit den Firmenvertretern in Kontakt zu kommen, einfach hervorragend. Wir haben uns für die Teilnahme an der YPD Challenge entschieden, da wir das Format für sehr innovativ halten und weil es im Grunde die Jugend anspricht. Es ist auf die neuen Medien abgestimmt. Ein Teil der YPD Challenge findet im Internet statt. Und dann besonders schön eben auch nochmal im Real Life, sodass man auch nochmal persönlichen Kontakt zu den Bewerbern haben kann. Eigenschaften, die wir von YPD-Praktikanten uns erhoffen oder erwarten, sind viel Engagement und Leidenschaft, dass sie Themen mit Herzblut bearbeiten und auch vielleicht eine gedankliche Flexibilität, die sie mitbringen. Ein YPD-ler erwarten vielfältige Herausforderungen, ein super Kollegium und ein Umfeld, in dem er sich entwickeln kann. Ja, er kann viel arbeiten, viel machen, er kann Verantwortung übernehmen. Konkrete Einsatzpläne gibt es hier Stelle. Das heißt also, jedes Praktikum hat natürlich einen Einarbeitungsplan bzw. ein konkretes Thema, sodass wir dort jetzt für die YPDler kein umfassendes Programm haben, wo alle YPDler über einen Kamm geschert werden. Wir haben parallel aber ein Praktikantenprogramm, wo natürlich auch die YPDler dran teilnehmen.